Es war die Zeit der Industrialisierung und man erkannte damals auch die Schönheit, die durchaus einer Maschine auch innewohnen kann. Und man versuchte, diese Maschinenästhetik auch künstlerisch umzusetzen. Die selbstspielenden Klaviere, das kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen, wurden früher zu Hunderttausenden hergestellt. Steht ein Klavier auf der Bühne, so ist es damals vorgeführt worden. Im Programm steht, es spielt Bernhard Stavenhagen, ein Liszt-Schüler. Und man geht in das Konzert rein und auf der Bühne steht ein Klavier, aber kein Pianist ist zu sehen. Und sie hören ein Konzert, als wenn ein Pianist da sitzen würde. Und das hat damals Furore gemacht. Das war betrachtet worden wie ein achtes Weltwunder. Das hat Erstaunen damals hervorgerufen, wo wir heute auch noch drüber staunen können. Im 19. Jahrhundert wird die Reproduzierbarkeit im Sinne sozusagen der fantastischen Virtuosenleistungen, kriegt die großes Gewicht und diese Feier des Virtuosen steht aber schon im Zusammenhang natürlich mit dieser Idee, den Virtuosen technisch zu ersetzen oder zu produzieren.
Das heißt, es gibt eben die eine Faszination der Musikautomaten, die im 19. Jahrhundert auftaucht, ist natürlich die, dem Virtuosen, einen technischen Virtuosen an die Seite zu stellen. Einzelne Pianisten, die dafür berühmt waren, dass sie Mäzen und Kapriolen machten, muss ich mal sagen, das ist teilweise auch in die Aufnahmen eingegangen. Und wenn man so ein individuelles Spiel und die Charakteristik herauslesen kann, dann spricht das doch für die Genauigkeit der Aufnahme. Es gibt verschiedene Stücke, gleiche Stücke, die von bis zu 4 Pianisten gespielt wurden. Und das sind die Aufnahmen. So unterschiedliche Interpretation, wie es heute kaum noch vorstellbar ist. Stand neben dem Flügel, neben dem Aufnahmeflügel, und im Grunde haben nur 3 oder 4 Personen aus der Firma das Innere dieses Aufnahmeapparates gekannt. Und Welte umgab sich mit der Aura des Ungewissen damals, des Geheimnisvollen. Welte bezeichnete ihre Instrumente auch als Welte-Mignon-Instrumente. Dieser Begriff Mignon hat ja auch etwas Geheimnisvolles. Es ist ziemlich sicher, dass Welte eine Aufnahmetechnik hatte, die also einfach das, was im Klavier selber passiert hat, auf pneumatischem Wege auf eine Papierrolle übertragen hat. Dass für jeden Ton eine Spur da war und dass über einen kleinen Blasebalg dann ein Hebelmechanismus in Tätigkeit gesetzt wurde, der einen Schreiber auf das Papier drückte. Und wenn eine Taste heruntergedrückt wurde, dann wurde in einem Nebenraum auf einer entsprechenden Papierrolle ein Strich gezeichnet. Das heißt also Taste runter, der Strich begann, Taste wieder hoch, der Strich war zu Ende. Was etwas schwierig dann ist, nachzuvollziehen, die Verbindung vom Flügel zu dem Aufnahmeapparat, man müsste für jeden Ton mindestens einen Luftleitung gehabt haben. Das wäre bei 80 Schläuchen ein Bündel gewesen, das doch ziemlich umfangreich gewesen wäre. Und davon gibt es in ein paar Berichten keine Erwähnung. Wir wissen, dass die Instrumente oder diese Gehäuse, die nach Instrument aussehen, die bei den Aufnahmesitzungen zu sehen sind, keine tatsächliche Funktion hatten, sondern
dem Tarnen und Täuschen gedient haben. Nun, dieser geheimnisvolle Kasten mit diesen beiden Löchern, man kann sich vorstellen, dass dahinter Membranen sich verbargen, die den Schalldruck aufzeichneten. Das ist eine Theorie. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, das wurde nicht echt aufgenommen, sondern das stand einfach jemand daneben, hat aufgezeichnet. Und das ist aber mit der Präzision nicht möglich. Das lässt sich eigentlich ausschließen. Das Verfahren, so wie es mit, ich möchte mal sagen, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war, das war folgendes: Hinter einem Vorhang saßen hervorragende, tüchtige Musiker. Sie hatten die Noten und sie haben sich die Dynamik in diese Noten eingezeichnet, und die Dynamik wurde anschließend in Form von Löchern auf dem Papierstreifen kodiert. Und ich möchte jetzt ergänzend vermuten, dass die Dynamik in einer Kurvenform aufgenommen worden ist, wo ein Schreiber da war, der einen Kurvenausschlag registriert hat. Und dieser Kurvenausschlag, der kann über Induktionsströme entstanden sein oder über andere pneumatische Mittel oder rein pneumatische Mittel. Das sei dahingestellt. Das Aufnahmeverfahren tatsächlich nun ist nicht bekannt. Das hat sich Welte nicht patentieren lassen. Und die drei Aufnahmeinstrumente, die es insgesamt gab, die sind alle verschollen. Wichtig ist nur, dass der Pianist sich das abgehört hat und nach vielen Änderungen dann notfalls gesagt hat, dies ist meine Interpretation, und sie für authentisch erklärt hat. Man hat damals die gesamte klassisch-romantische Klavierliteratur auf solche Lochstreifen aufgenommen. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung, man benutzte die mechanischen Fähigkeiten eines solchen Instrumentes, die objektiven
Fähigkeiten eines solches Instrumentes, um Musik frei von Gefühlen wieder zu geben. Man kann sagen, dass die Reaktion auch auf den Ersten Weltkrieg und die Erfahrungen des Kriegs dann in den 20er Jahren notwendigerweise zu einer Ablehnung von einer Mentalität, von Gefühl, von Kitsch, von Expressivität führen musste? Es war eine neue Ästhetik notwendig nach dem Ersten Weltkrieg, weil man die traditionelle Kunst ein bisschen doch als Lug und Trug verstanden hat. Sie hat irgendwas versprochen an Humanität, an Freiheit, Werte, die mit dem Ersten Weltkrieg einfach zusammengestürzt sind. Scheint, dass dieses eine Element der Entdeckung des Menschen als Maschine einhergeht mit seiner Entdeckung auf der anderen Seite als Individuum. Das heißt, erst indem man ihn als Mechanisches, als Automaten, als Maschine zu beschreiben und zu feiern lernt, entdeckt man auf der anderen Seite die Möglichkeit, ihn als Individuum, als sozusagen Unverwechselbares zu feiern. Thank you.
Einige musste man wirklich locken. Und zu ihnen gehörte Claude Debussy, dem man einen großen Bahnhof in Freiburg machen musste. Und man hat ihm, glaube ich, ein Auto versprochen für die Aufnahmen. Und das hat er auch bekommen. Werden. 5000 Jungfrauen zu
20er Jahren ist es so, dass vor allem mit den mechanischen Instrumenten, aber grundsätzlich man halt versucht hat, die Ausdrucksschicht der Musik zu tilgen. Das heißt also dieses emotionale Steigen und Fallen, was wir von Beethoven bis Gustav Mahler in den Symphonien haben, das hat man zu egalisieren versucht, so dass die Musik stählern glitzernd gewesen ist. Und man hat das eben auch in Stücken versucht, die nur die Maschine simulierten, wie meinetwegen Ballet-Mechanik von Anteil. Die Machart des Stückes ist montiert. Auch da könnte man sagen, haben wir Maschinenästhetik. Es ist nicht ein organisches Gebilde, was sich entwickelt, sondern es ist eben einfach montiert, wie Maschinen montiert werden.
Welte hat ja, nachdem er aus der Firma ausgeschieden war, weiterentwickelt. Und ihm hat also eine Orgel vorgeschwebt, die optoelektrisch funktionierte. Das heißt, er hat die Schwingungen von anderen Instrumenten, wie er sich ausdrückte, besten Instrumente der Welt, also Orgeln in dem Fall, aufgezeichnet auf optischem Wege. Das gibt ja dann also ein Schwingungsraster, hat das auf fotografische Scheiben übertragen und es ist ihm also tatsächlich gelungen, 1936 diese Lichthornorgel vorzustellen. Insgesamt 2 Prototypen, eins stand in Berlin in der Philharmonie und der weiteren Entwicklung war dann der Zweite Weltkrieg im Weg. Die sogenannte Titanic-Orgel ist wirklich für die Titanic, für das Schiff, bestimmt gewesen. Sie ist nicht rechtzeitig fertig geworden und sie konnte nicht mehr im Schiff eingebaut werden vor dem ersten Auslaufen zur ersten Seereise nach New York. Und so ist diese Orgel von dem Untergang verschont geblieben. Für Nancarrow war dieser maschinistische Klang, die Maschinenästhetik, ohne jede Bedeutung. Das Player-Piano diente Nancarrow einzig und allein dazu, seine komplexen kompositorischen Ideen zu verwirklichen. Der einfachste Mensch, den man sich nur vorstellen kann und an nichts anderes interessiert, als seine Stücke zu machen. Deswegen ist er auch so unbekannt geblieben. Die Leute werden bekannt, die überall andere Leute kennen, die Partituren herzeigen, auch zum Aufführungen bitten. Und Nancarrow hat nicht den Charakter oder die Charakterlosigkeit. Das ist jetzt sehr arg, sowas zu sagen, weil ich selbst bin. Na, ich bin auch eher bescheiden, aber so extrem bescheiden wie Nancarrow bin ich nicht. Bevor Nancarrow eigentlich mit einer Komposition beginnt, hatte er immer Tempoverhältnisse im Sinn. Er versuchte ganz bestimmte Tempoverhältnisse zu verwirklichen. Und er begann deshalb auch jede Komposition, indem er einen Papierstreifen auf einem langen Zeichentisch auslegte und er zeichnete Temposkalen. Das war der erste Schritt. Dann übertrug er diese Temposkalen auf ganz normales Notenpapier und erst im dritten Schritt begann er mit der eigentlichen Komposition. Auf diesem Notenpapier komponierte er nun seine Musik, wobei er eine Art Geheimschrift benutzte. Man kann sie normalerweise gar nicht lesen, diese Geheimschrift. Es ist eine Abkürzungsschrift. Er nennt diese Noten Punching Scores, Stanznoten. Sie dienten ihm dann nur als Vorlage zum Stanzen. Im letzten Schritt stanzte er dann Loch für Loch zigtausende von Löchern in eine Notenrolle und das mit einer Präzision von einem Bruchteil eines Millimeters pro Loch. Und das führte dazu, dass in der Tat 5 Minuten Musik etwa ein Jahr Arbeit benötigten. Thank you.
Ich hatte schon viele Stücke komponiert, bevor ich mit dem Player-Piano anfing, aber die wurden nie gespielt. Ich hatte es leid, sie nicht hören zu können, deshalb kam ich aufs Player-Piano. Erst jetzt, nachdem ich mit dem Player-Piano bekannt geworden bin, werden auch die anderen Stücke aufgeführt. Nicht Harmonie und Melodie sind für Nancarrow wichtig, sondern die Tempo-Verhältnisse. Ein tüchtiger Pianist kann natürlich ein Zweier gegen ein Dreier-Metrum spielen. Das gab es schon bei Bach und Mozart. Aber kein Interpret kann zum Beispiel ein Metrum, ein Zwölfer gegen ein Dreizehner, gegen ein Vierzehner-Metrum spielen. Und diese Dinge hat Nancarrow tatsächlich in seinen Kompositionen verwendet, bis hin zu hochkomplexen Geschwindigkeitsverhältnissen, irrationale Geschwindigkeitsverhältnisse wie zum Beispiel 2 gegen Wurzel 2. Also für mich, das ist ein subjektives Urteil, ist Nancarrow einfach der bedeutendste Komponist, der heute lebt. Er hat etwas total Originelles gemacht, total andersartiges als alle anderen Leute auf dem höchsten Niveau, auf dem Niveau von Johann Sebastian Bach oder die späten Beethoven-Werke. Nancarrow hat mit dem Player-Piano tatsächlich die Computermusik, die Möglichkeiten der heutigen Computermusik um Jahrzehnte vorweggenommen. Just sound. Klänge. Just sound. Einfach nur Klänge. Obwohl Nancarrow nur so Rollen, Papierrollen genommen hat und da seine Löcher drauf gestanzt hat, ist er dann doch wegweisend wirklich für die Computermusik geworden. Und zwar avant la lettre, mehr oder weniger, ist das Computermusik. Was mir bei Techno eine ganz große Rolle zu spielen scheint, ist das, die Auseinandersetzung mit dem Parameter der Rhythmik. Das, also Zeitgestaltung, Rhythmik, die Steigerbarkeit, die Austauschbarkeit, die Kombinierbarkeit, die immer unmöglicheren und doch sozusagen sehr körperbezogenen Rhythmisierungen, die in Techno möglich werden.